Jo Leute, willkommen zurück zum Entscheidungsträger Reagans, wo wir dank Suikoden-Fan heute einige, ja, wie soll ich sagen, fragwürdige Entscheidungen mit ansehen dürfen, nehme ich mal an. Gucken. Ja, wir nähern uns dem Endgame. Fragwürdigen geht auch nicht. Ja, schauen wir mal. Wir nähern uns dem Endgame. Oh, und ich hätte mal gesagt... Ihr seid noch nicht online, doch sind wir jetzt. Oh ja, sind wir jetzt. Wir sind online, wir sind doch immer online. Wir sind immer für euch da. Im Hintergrund oder im Vordergrund. So, okay, legen wir mal los. Balduin. Nein. Oder? Warte mal. Warum ist das jetzt nach vorgehuscht? Wir haben... Nein, König Robert. Der 75. König. Den haben wir. Robert! Robert! So. Ja. Seid gegrüßt, Meister. Ich möchte ein Lied für euch schreiben. Ich habe schon eine nette Idee. Mach mal. Guten Abend, Nathalie. Hallo. Lecker. Guten Abend. Ein Schlachtgesang zum Sammeln eurer Krieger? Oh, ordert ein Schlachtgesang. Das ist sogar eine Aufgabe, theoretisch. Okay. Mach mal. Wenn wir dann gerade dabei sind, warum nicht? Ständig missachtet ihr meinen Rat. Vertraut ihr mir, Majestät? Ja oder nein? Ja. Okay. Autsch. Okay. Die Bergleute weigern sich tiefer zu graben. Sie wollen mehr Geld. Ihr seid schon im Jahr 1804. Ja, jetzt dauert es nicht mehr lang. Sie wollen mehr Geld. Nein. Ja? Ja? Nein. Okay. Ein mobiles Bild von euch anfertigen. Ein mobiles Bild oder nein? Ein mobiles Bild? Körper malen, moderne Kunst, ja oder nein? Ja. Eure Festung ist zu schwach, wir sollten einen neuen Turm bauen, ja oder nein? Ja. Herr, auf euren Wunsch präsentiere ich einen Schlachtgesang, der das Herz des Gegners mit Furcht erfüllt. Sein Herz oder unseres? Oder epische Harmonien? Epische Harmonien. Ja, oder ein Schlachtgesang, Hammer. Eure Kirche ist schwach und das Volk lästert Gott. Ja oder nein? Ja. Gibt uns genug Macht, um in ein Land Gottes Recht durchzusetzen. Der Papst ist bereit, dafür zu bezahlen. Bezahlen. Klingt gut, oder? Ja, machen wir es mal. Oh ja. Seltsame Lichter am Himmel. Vielleicht ein Zeichen, dass ich das Reich regieren sollte? Ja oder nein? Nein. Die Gelehrten sind überzeugt. Das ist ein Wunder. Möchtet ihr es anerkennen? Ja oder nein? Ja. Das geht nach hinten los. Der Narr, der jetzt ein Heiliger, veralbert die Kirche, indem er viele grausige, wundersame Visionen auftischt. Okay. Er darf die erste Nacht mit einem Untertanen verbringen. Lass den gewähren oder das wird nicht passieren. Lass den gewähren. Okay. Okay, noch nicht. Das ist halt nicht gut fürs Volk, ne? Wenn er mit jeder herummachen darf, ne? Ich dachte, die freuen sich. Ja, manche freuen sich sicher, aber nicht alle, ja. So, wir haben eine neue Aufgabe erledigt. König Eduard, grüß Gott. Was kriegen wir Neues? Verliert eine Gliedmasse. Oh. Welche denn? Okay, so. Braucht denn Darlehen, Majestät, 2000 Goldstücke? Ja, nein. Brauchen wir nicht gerade. Betrunkene Soldaten hat das Kloster geplündert. Wir wollen Gerechtigkeit, ja oder nein? Ja. Oh, Sitz oder also gut, also gut. Also gut, also gut. Hier, hol das, oder...
Nein, nicht das. Ihr holt das. Nochmal oder genug? Nochmal. Nochmal oder genug? Genug. Rex bringt euch zu einem einsamen Wohnwagen auf dem Marktplatz. Den Wagen betreten oder nein, nicht hier rein? Den Wagen betreten. Gondla. Ja, den kennen wir ja. Sagt nichts, König, Adeliger. Ein Adeliger. Tod am Boden liegend, das Zeichen von Geheimnissen auf der Stirn. Genug oder macht weiter? Genug. Das macht 600 Goldstücke. Ist er ein Gauner oder ja? Ja, ein Gauner. Die Bauern rebellieren, große Gruppen plündern die Hauptstadt, der Herr ist machtlos. Schließt die Burgtür oder verstärkt das Heer? Schließt die Burgtore. Ins Bad gehen, für dieses Privileg werden sie zahlen. Wirklich oder nein? Wirklich? Viele Leute müssen hingerichtet werden, ich brauche die Hilfe der Armee. Ja oder nein? Nein. Ich brauche eine bessere Verteidigung der Barbaren. Die restlichen Baronien stehen an der Grenze des Reichs. Ja oder nein? Nein. Wow. Okay. Das war wohl wieder nichts. Gut. So. Jetzt haben wir König Georg. Ihr seid ein Serienmörder. Na und, oder ihr seid mein Henker? Na und? Ich hasse meinen Beruf. Könnte ich nur, kommt nicht in Frage. Oder niemand sonst will ihn machen. Niemand sonst will ihn machen. Der Tropfenfluss. Sollen wir ihn zaubern, ja oder nein? Ja. Der Doktor könnte der Henker werden. Nein. Exotische neue Gifte will er testen. Er kann auch zahlen. Klar, warum nicht oder ganz bestimmt nicht? Ganz bestimmt nicht. Ein Krake wurde den Ufern des Königreichs gesichtet. General, oder lasst uns beten. Lass uns beten. Richtig. Ein Porträt malen, ja oder nein? Wir müssen auch nicht, wie du willst. Zufälligerweise heißt der Proteus, ne? Der war ein Porträt malen will, ne? Okay. Nein. Junge Schandmal sollte zerstückelt werden. Dürfen wir bitte? Der Trottel hat eine Blüte zerstört. Nicht zu voreilig, oder? Schandmal. Nicht zu voreilig. Habe gegen einen riesen Tennis gespielt, hat gewonnen. Bezahlt den Schaden oder verschwindet. Bezahlt den Schaden. Möchtet ihr umarmt werden? Ja oder nein? Ja. Der Tropfenfluss ist wieder ausgetrocknet. Wir sollten einen Damm bauen. Ja oder nein? Ja. Die Wikinger haben dann weniger Wasser. Wollt ihr wirklich fortfahren? Ja oder nein? Nein. Ein Dorf im Süden fördert Polygamie. Kirche entsenden oder die Armee entsenden? Wir machen heute fertig. Ich glaube bis 1996 oder 98. Ich habe die Rechnung jetzt nicht im Kopf, aber es hat einen guten Grund, warum bis dorthin. Aber wie gesagt, wir werden heute fertig. Es wird nicht mehr lange dauern. Wir machen heute das Endgame. Okay. Ich würde sagen... Aber ich kann es dir gleich sagen. Warte kurz. Ja, überlege mal dabei kurz. Ich würde sagen, die Armee entsenden. Bis 1998 geht es. So. Hab und kurz gerechnet. Die Armee entsenden. Gut. Goldschmiede hat zur Bündelung des Handels ein Kartell gegründet.
Das ging nicht so weit. Ja, eh nicht. Das ist ja nur ein Spiel. Natalie, bitte. willst du der Bündelung des Kartells zustimmen? Ja oder nein? Ja. Ja, gibt Kohle. Wenn ihr eure vorherige Entscheidung ändern könntet, würdet ihr es tun? Ja oder nein? Nein. Der König des Westens bietet uns viel Geld. Er will einen kleinen Teil unseres Landes kaufen. Hm, Geld klingt gut, ne? Nein. Ach komm, mach mal mal. Hä? Nein. Mit Geld können wir auch neue Leute kaufen. Nein. Aha. Ich möchte eine Messe zum Andenken an meinen Vater lesen. Ja oder nein? Nein. Ich möchte unseren gottlosen Nachbarn besuchen, es sei denn, ihr braucht mich hier. Ja oder nein? Ja. Wir brauchen ihn? Okay. So, Sport, en garde oder nein? En garde. Wütender Eber oder ich genieße den Ausblick? Wütender Eber. Lustig Mond. Wo habt ihr diese Technik gelernt? Im Hospital? Wütender Eber oder sie heißt Schwarzer Tod? Und der ist Schwarzer Tod. So, Wütender Eber oder Hallo? Wütender Eber. Zentur. Jochen Peri Rima. Wütender Eber oder mit einem Schwert? Wütender Eber. Ouch. Wütender Eber oder mit einem Schwert? Wütender Eber. Und tschüss. Noch eine Runde? Nein. Arme, rote Arme sind ins Bett der östlichen Baronin locken. Eure Entscheidung, ja oder nein? Nein. Nein, gut. Eine Explosion in der Mine hat mindestens 100 Leute getötet. Sollen wir weiterkommen? Ja oder nein? Nein. Wir müssen eine neue Kirche bauen. Ja oder nein? Nein. Der Doktor. Das muss enden. Ja oder nein? Ja? Ja. An den Raum gibt es nichts auszusetzen. Schluss damit oder seid wenigstens diskret? Ja, wenigstens diskret. Ein kleines Dorf in den Baronien des Ostens hat einen Golem erschaffen. General oder unmöglich? Unmöglich. Wer hat diese Antwort gegeben? Der König oder der Mensch? Der Mensch. Wir sollten den Migranten auf den Inseln immer die Schuld geben, ja oder nein? Nein. Braucht ein Darlehen? Ja oder nein? Ja, gib mal ein Darlehen. Ich habe die Kirche überzeugt, die Kinderarbeit zu investieren. Seid ihr dabei? Ja oder nein? Nein. Sollen wir das Königreich im Westen angreifen? Ja oder nein? Nein. Majestät, es wird Zeit, eure Schuld zu begleichen. Ja, oder ihr seid tot. Ja. Auch Soldaten verlangen von einigen Priestern und ihre Gemeinde Schutzgeld. Beende das. Ja oder nein? Nein. Blaue Pilze. Gib die mir. Ja oder nein? Gib die mir, ja. Gib mir meine Drogen. Ist das Glück eures Volkes ein vernünftiges Ziel? Oder kommt drauf an? Ja, das kommt drauf an.
Kommt drauf an. Der Tropfenfluss ist überflutet. Wir brauchen die Hilfe der Kirche oder der Armee. Ah, Kirche und Armee. Ja oder nein? Nein. Ui. Wer sich um die Sache kümmern? Ihr oder die Kirche? Ihr. Wir könnten ein Problem haben. Ein Mönch hat seinen Bruder gebissen. General oder Werwölfe? General. Okay, Werwölfe oder... Ich befehle es euch. Damit befasse ich mich nicht. Ich befehle es euch. Wirf die Mönche ins Gefängnis. Unter Folter gestehen sie tatsächlich Werwölfe zu sein. Ich glaube, das ist eh wurscht. So. Wenn ihr es sagt oder vergesst es. Er ist ein Stroh, ein Lachs, der stromaufwärts schwimmt. Wenn ihr es sagt. Ach Mann. Die Nonnen des Klosters haben begonnen, wie Katzen zu miauen. Das breitet sich ins Dorf aus. Was geht mich das an, oder? General? Was geht mich das an? Einige eure Entscheidung mit Tausenden von Unschuldigen in den Tod bringen. Welche? Oder nein? Welche? Ausgehungert, Zimmer. Jawohl. Gut gemacht. Ja, 35 Jahre. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Dann hat er dir doch welche gesagt. Okay. Na gut. Der Doktor will mit uns unter vier Augen sprechen, ja oder nein? Ja. Im Schlaf redet Fritz Herr Henry Einzelheiten. Bin immer zu spät mit der Nachricht. Naja, ist ja leckt da leicht hinterher, ne? Also ist ja der Delayer, ne? Einzelheiten einer Verschwörung gegen euch. Lasst ihn herbringen. Ja oder nein? Nein. Wie es scheint, gefällt mein Rat euch nicht. Ihr wisst, wer über Mensch und Könige herrscht. Ihr bestimmt nicht, oder ich bereue. Ihr bestimmt nicht. Die gebirgige Gegner der Ostgrenze ist unruhig und gesetzlos. Ist mir egal, oder was können wir tun? Nicht, was können wir tun? Nein, bitte nicht sagen, was können wir tun. Da kommt wieder dieser Barbar daher, wahrscheinlich. Ist mir egal, ich will den Barbar nicht, sorry. Warum willst du den überhaupt nicht? Naja, weil das wieder ewig dauert, bis wir das hinkriegen. Getreide ist derzeit sehr billig, Meister. Ihr sollt den Brotpreis anpassen. Verdoppelt ihn oder hebt ihn leicht an? Geld. Geld. Verdoppelt ihn. Geld. Aber wollt ihr nicht, ich brauche euch in der Gruft des heiligen Amar. Es geht um Leben und Tod. Ja oder nein? Das ist scheiße, ihr könnt bald das Spiel beenden. Tja. Aber bei Ja hast du ja auch noch eher die Chance vielleicht. Dann ja. Theoretisch. Mögen die Heiligen euch eure Sünden vergeben, ihr spürt, dass jemand hinter euch ist. Wache oder erklärt euch? Erklärt euch. Ein bewaffneter Mönch packt euch von hinten. Ja. Wow. Ein Flammentod. Okay. Interessant. Die Kirche hat's faustdick hinter die Ohren, ja? So. Eigentlich, ich fasse nicht, wie eine Kirche keine Macht hat, dass es dann zu Ende ist. So, jetzt mach. Weil die Kirche ist jetzt kein wichtiges Element. Na ja, so. So, jetzt mache ich mal was. Ja, warte, heiraten wir. Nein, will ich nicht. Gib dem Volk, gib dem Herr zu essen. Gib dem Herr zu essen. Eine Kanalisation? Nein. Wir brauchen Hilfe? Nein, das kostet Geld. Du hast schon krass genug Geld. Doch, die Kirche hatte schon einen Sinn damals, ja. Und sie hatte auch Macht damals. Sie hat auch heute sehr viel weniger Macht als damals, ne?
Doch, sind sie? Nein, nicht wirklich. Aber was Geld ausgeben? Das sicher nicht. Ausgangssperre? Das sicher nicht, kostet Geld. Ja, nie, ist klar. Du Geiz halt, du. Natürlich, handeln. Seitenstraße. Und ich bin tot, super. Ich hab's geahnt, du geldgeiles Arsch. Aber ich hab wenigstens ein Pfeil ins Auge bekommen. Na, wenigstens etwas. So. Du bist du geldgeil. So, wie könnte man... Wir müssen... Oh, an Gott. Kann mich der töten eigentlich? Irgendwie macht er nichts, oder? Kann das sein? Komm. Das wird langweilig werden. Komm, töte mich. Okay, na warte. Er betet. Ja, beten wir gemeinsam, komm. Beten hilft dir nichts. So. Ah, ihr seid ein Heiliger, wie ihr wollt. Mach mal. Viele Anhänger, ja. Und? So. Ja, ne. Ihr könnt zur Kirche nicht mehr Nein sagen. Okay. Nein, wir werden keine Hygiene verwenden. Bitte nicht, ich kann zahlen. So. Sollte einen neuen Turm bauen, ja? Ja, geh mal mit. Sei brav. Oh, den Pilz essen. Der ist gut. Klarheit sehen wir. Wir müssen eine neue Kirche bauen. Verdammt, ich kann nicht Nein sagen. Ne? Ich bin tot. Ah nein, ich bin doch nicht tot. Ich kann es noch retten. Okay. So. Jetzt mach mal einen schnellen Wanda. Ich kann dort aushelfen. Ja, mach mal. Vergesst es steigert. Versiegelt sie, interessiert mich nicht. Ja, mach mal. Danke. Braucht ihr ein Darlehen? Mal wurscht. So. Ui. Ihr seid tot! Ich bin tot, okay. So, das war's jetzt. Jetzt bist du wieder dran, sorry. Jetzt habe ich mich ausgetobt ein bisschen. Du kannst gerne weitermachen. Nein, nein, passt schon. Was retten wir, die Schatzkammer oder die Garnison? Ich würde sagen... Die Garnison. Warte mal, ist Natalie da? Ist Natalie hier in der Haus? Frau, Weib, bist du im Haus? Unser Excalibur ist ja weg, sehe ich gerade. Ups. Na gut, dann ist sie damit nicht. Was, die Garnison, hast du gesagt? Ja. Bitte bezahlt sie angemessen pünktlich. Ja, machen wir doch, ne? Soll ich mal säubern, ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Der hat aber schrecklich, bitte senkt die Steuern. Wie könnt ihr es wagen? Oh ja, wäre gut, oder? Oder nicht? Nein. Ach, wurscht. Das war sowieso schon zum Verderben. Wir beginnen lieber neu. So, jetzt geht's. Oh! Der Teufel kommt in diesem Jahrhundert ein letztes Mal. Das ist unsere Chance. Ja oder nein? Ja. Nein, kein Bock. Doch. Das ist eh wurscht, was man hier antwortet. Das ist egal. Du Arsch. Euer Urin riecht heute Morgen nach Rote de Ron. Ihr solltet vielleicht nicht reiten. Nein. So, jetzt darfst du wieder. Sag nicht, ich sehe einen König. König. Umreichung von majestätischer Gelassenheit. Vor ihm liegt ein Hund oder eine Ruine. Das kennen wir ja alle schon.
Ein Hund. Mit roten Augen und einem Grinsen, da ist er wieder, der Teufel. Macht weiter oder genug? Macht weiter. Das macht 600 Goldstücke. Ja, der ist ja dann gar noch. Ja. Ameisen ins Bett der östlichen Baronin locken, ja oder nein? Ja, mach mal. Oh, eine Gruft. Wollen wir rein, oder? Ja, betreten wir die mal, die Gruft. Ja, dann mach mal schnell. Okay. Weitergehen. Angreifen, ja, wir müssen kämpfen. Angreifen, ja. Mein Kampf. Also bin ich glücklich. Inbrünstiges Gebet oder inbrünstiges Gebet? Gut, ich kann ja nichts machen. Alles in Ordnung oder ist es blass aus? Alles in Ordnung. Das würde ich gern oder eigentlich nicht? Das würde ich gern. Nice. Ja, neutral oder Feuertür? Feuer. Säure oder... Na, Wasser. Säure. Arsen oder Luft? Arsen. Quecksilber oder Gold? Gold. Da haben wir natürlich die Kiste und Schlüssel, nice. Weitergehen, links oder rechts, ne? Links. Umkehren oder weiter? Weiter. Arsen oder Luft? Luft. Ja, aber... Öffnen, Schlüssel. Naja, dann sind wir noch nicht fertig. Arsen oder Salz? Salz. Inbrünstiges Gebet, ich kann eh nichts anderes, super. Toll, dass wir die Fähigkeit gelernt haben. Alles in Ordnung oder das sieht blass aus? Alles in Ordnung. Völlig überbewertet oder ich lebe also? Völlig überbewertet. In der Tat oder ihr seid eine Schönheit? In der Tat. Was? Tückische Hornisse. Erdtür oder neutrale? Erd. Umkehren, ja. Okay, müssen wir wieder angreifen. Erstmal wie immer dieses blöde Gebet, weil wir das gelernt haben. Was? 1905? Ja. Natalie, wie wär's, wenn du den nächsten One machst, wenn du da bist? Alles in Ordnung oder ihr seht blass aus? Alles in Ordnung. Inwiefern gemein oder ist Victor da? Inwiefern gemein. Völlig überbewertet, ich lebe also. Völlig überbewertet. Soll mir recht sein oder nur leicht? Soll mir recht sein. Ich kann es versuchen, okay. Ich lebe also oder völlig überbewertet wieder? Völlig überbewertet. Blutige? Habt ihr mir Erdbeeren mitgebracht? Blutige oder seht selbst? Blutige. So. Erdtür oder neutrale? Neutrale Tür. Neutrale oder Feuer? Feuer. Säure oder Wasser? Wasser. Wasser oder Säure? Wasser. Weiter oder umgekehrt? Weiter. Gold oder Quecksilber? Gold. Oh, nice, das brauchen wir eh. Umkehren? Ja, müssen wir eh. Feuer oder neutral? Neutral. Warte, haben wir eine Wand, die reißen wir ein. Ja, warte, öffne. Oh Gott. Nehmen wir den Trank oder nicht? Ja, warum nicht? Warte, haben wir wieder eine Wand? Wieder die Wand oder Gold? Ja, Wand. Umkehren. Neutral oder Feuer? Neutral. Ja, angreifen. Inbrünstiges Gebet. Ja, was soll man machen? Alles in Ordnung oder ist es blass aus? Alles in Ordnung. Das würde ich gern oder eigentlich nicht? Würde ich gern. Der ist genau reingelaufen. Neutral oder Erd? Erd. Sag immer links oder rechts schnell. Links. Rechts. Geht, glaube ich, besser. Oh, warte, auf die Wand. Okay. Okay. Links. Links. Das war's. Oh, wir haben noch eine Chance. Ah, inbrünstiges Gebet, ja, müssen wir sowieso nehmen.
Alles in Ordnung oder ist es blass aus? Alles in Ordnung. Das würde ich gern oder eigentlich nicht? Das würde ich gern. Was? Nächstes Mal oder ich habe Äpfel? Nächstes Mal. Das sehe ich. Soll ich euch umarmen? Das sehe ich. Neutral oder Erd? Erd. Links oder rechts? Ja, links, okay. Nehmen wir mit. Angreifen auch wieder, ja. Imprinzstück ist mit dem Main nehmen. Alles in Ordnung oder ist es blass aus? Alles in Ordnung. Ich kann auch gehen oder ich kann auch bleiben? Ich kann auch gehen. Nice, weiter geht's. Links, rechts? Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Oh, Schwerttür haben wir da. Okay, Schwerttür, nehmen wir die mal. Da waren wir noch nicht drin. Okay, nehmen wir mit. Excalibur wieder, danke. Ja, jetzt gehen wir raus. Pfeif drauf, bevor wir tot sind. Okay. Wenigstens etwas. War ein guter Run. Ja, wie gesagt, das, was wir da eigentlich erreichen sollten, haben wir leider immer noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das schon freigeschaltet haben, jetzt aufgrund der Aufgaben, aber ist wurscht. Ist egal. Entsendet die Armee, ja oder nein? Nein. Das war's. Okay. Kommt aus dem Verlies raus und stirbt. Super. So, Nathalie, bist du bereit? Dann lassen wir dich. Darfst König Eduard, den 83. König, spielen. Are you ready for the shock? Eduine. Eduine. Bin da. Okay, na dann entscheide dich. Oh Gott. Ademar de Rus rufen oder ich? Der One wird heute jetzt ein bisschen länger dauern, aber macht nichts. Außer wir schalten sich hinzu, dann wird es natürlich schneller gehen. Ademar, okay. Er bietet uns an, bei der Zusammenarbeit der wichtigsten Länder des Kontinents mitzuwirken. Ja oder nein? Ja. Die Bevölkerung im Norden ist aber, glaube ich, schon gottlos. Bau dir mehr Kirchen? Ja oder nein? Amen. Also, Sekunden-Fan kann im Chat schauen. Das geht schneller. Ja, das stimmt. Passt. Ja. Okay. Passt. Okay, dann geb ich weiter. Der Eiferer errichtet 5 Kirchen. Neue Aufgabe erfüllt. Glückwunsch. Spinnen wir eine Runde Roter Zwerg Majestät? Vergiss nicht, also bevor wir können eine Runde spielen, weil ich zeig was. Gezinkte Würfel. Ihr verliert keine Partie Roter Zwerg mehr. Das heißt, wir gewinnen auf alle Fälle. Wollen wir spielen oder nicht? Du müsst mir nur sagen, was sie schreibt, gell? Jo, mach ich. Ja, gewinnt. Ja, gewinnen. Okay, wollen wir den Einsatz erhöhen oder aufdecken? Wenn wir erhöhen, wir gewinnen ja auf alle Fälle, ne? Aufdecken, okay. Ja, und... Gerade, ihr gewinnt Majestät, aber das war nur Anfängerglück. Ich wette, das schafft ihr nicht nochmal. Wetten das oder nein? Wetten Cross. Wetten das mit Thomas Gottschalk. Wetten das. Gut, aufdecken oder erhöhen? Einsatz erhöhen oder aufdecken? Die Würfel shakern im Becher. Erhöhen? Ich weiß, das könnt ihr besser. Noch einmal erhöhen oder aufdecken? Nochmal erhöhen? Okay. Ihr müsst die gesamte Schatzkammer setzen. Ich erhöhe oder deckt auf? Die ganze Schatzkammer? Das ist verlockend.
Aufdecken. Ja, aber ich kann dir sagen, liebe Natalie, versuchen wir es nochmal, aber jetzt ohne Schummeln. Ja oder nein? Nee. Aber ich glaube, Natalie, sorry, dass ich das sage, ich glaube, wir haben jetzt verloren. Ich glaube, du hast dich überspielt vielleicht. Schauen wir mal. Ja, das war ein bisschen too much Einsatz. Aber kein Problem. Ihr esst so viel, dass ihr daran erstickt. Die Betrunkenen bemerken euren Tod erst am nächsten Morgen. Kein Problem. Warum nicht? Aber wir haben eine neue Aufgabe erfüllt. Nice. Ein neuer Tod. Nein, kein neuer Tod. Neue Aufgabe. Ja, dafür darfst du noch einmal, Natalie. Das... Aha, kein... Achso, ja, weil es eine andere Aufgabe war. Das noch einmal. Dies ist der kälteste Winter der letzten 30 Jahre. Nach einer schlechten Ernte hungert euer Volk. Verteilt unsere Vorräte oder da kann ich nicht helfen. Sorry. Ich bin machtlos. Ich bin nur der König. Ich kann nicht helfen. Schwester Poyen. Vorräte. Okay. Ich möchte eine Messe zum Andenken an euren Vater lesen. Ja oder nein? Ich, Thomas de Roos, habe einen neuen Seehandelsweg in den Orient entdeckt. Bitte finanziert meine Expedition. Ja oder nein? Nee, kein Geld, ja. Schade. Die Goldschmiede der Hauptstadt haben zur Bündelung des Handels ein Kartell gegründet. Seid ihr einverstanden? Ja oder nein? Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Nein? Bist du sicher? Soll ich Nein nehmen? Ist Nein deine letzte Antwort? Also Nein nehmen jetzt, oder was? Verstehe ich das richtig? Was sagst du, Pascal? Ich weiß selber nicht, jetzt den... Na, ist das deine letzte Antwort? Nein. Soll ich jetzt Nein nehmen? Also Nein, okay. Gut. Dann geht noch Nein, nehme der König. Ich werde für das Wohlergehen eurer Majestät beten. Ja oder nein? Ui, das sind blöde Kärtchen. Alles, was so Geld betrifft. Ah. Ja oder nein? Nee. Okay. Mit Orient handeln. Wir können der Krone 10% aller Gewinne anbieten. Ja oder nein? Hm. Klingt doch verlockend, hätte ich mal gesagt. Theoretisch. Theoretisch. Genau, wir haben die Seidenstraße wieder. Ja, geben wir den Migranten immer die Schuld für alles, was schief läuft, ja oder nein? Ich weiß die Antwort von ihr. Ja, oder was? Deine war immer nein. Deine war immer nein. Ja, machen wir. Ich hab's geahnt. Ich kenne die zu gut. Mensch wurde gebissen von Werwölfen. Also Werwölfe oder General? Du bist aber das eine Hitze in dem Zimmer, das ist ja abnormal. Werwölfe. Ich glaube, das ist eh wurscht. So. Halte die Schatzkammer für härtere Zeiten gefüllt. Ja oder nein? Ich kann mir die Antwort auch schon denken, glaube ich, oder? Auch wenn ich sie nicht so gut kenne. In diesem Fall würde ich auch das auch ein Ja nehmen. Die Insulaner bedrohen uns. Greifen wir sie an, bevor sie uns angreifen? Ja oder nein? Pia, das ist... Bandelt mit einer Taube an. Das haben wir immer noch nicht geschafft. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollten.
Was immer das heißen soll, wandle mit der Taube an. Willst du mein Täubchen sein? Klingt nach Sodomie. Soldat. So, ja oder nein? Was nehmen wir? Ich glaube, ja, angreifen, okay. Wir sollten Wallfahrten zum Grab des heiligen Armand einführen, ja oder nein? Kriegsgräberin. Der Erzbischof von St. Angeli. Oder Angeli. Wir wollen Wallfahrten haben. Ja, lalalalalala. Die Katapulte wurden sabotiert. Finde die Verräter oder Gott wird uns schützen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Katapultes. Amen. Verräter finden. Okay. Los. Ameisen ins Bett der östlichen Baronin locken. Eure Entscheidung. Ja oder nein? Der Flüsterer. Ich kann rote Ameisen ins Bett der östlichen Baronin locken. Eure Entscheidung. Ja. Ja oder nein? Sofort oder später. Da knarzt der Stuhl im Hintergrund. Nein. Okay. Und wir haben verloren. Natürlich, für den Krieg wäre es entscheidend gewesen für die Armee, wenn wir quasi rote Ameisen in die gegnerische Betten befördert hätten. Hättet uns aber in dem Sinne auch Geld gekostet. So. Takun Undia. Ja, machen wir mal. So, jetzt mache ich einmal einen. Ach so, Mann, ja. Kein Problem. Darf's gleich noch einmal. Jetzt mache ich kurz einen Run. Erklären wir es für echt. Sony Palace Piralala. So Koki Ipakori. Was ist mit Doktor? Nein. Ipakori. Nein, brauchen wir den. Kalaku. Nein, brauchen wir Megadon da. Manina. Machen wir mal. Was? Verdammt. Mein Geld ist hoch. Was ist das? Oh, das ist neu. Das kennen wir gar nicht. Ein riesiges Fass Starkbier wird in die Burg gebracht. Betrunken fallt ihr während des Festes hinein. Okay. Also den kann ich mir nicht... Der ist wirklich neu, oder? Ja, der ist wirklich neu. Okay, dann, den konnte ich mir nicht erinnern. Ich glaube, den habe ich selber noch gar nicht gehabt. Interesting. Wo ist mein Starkbier? Ah, da, Balduin, du starkes Soffener. Hund, du. Diese alte Saufziege. Ja, kann passieren. So, jetzt darf Nathalie wieder. Und dann macht Pascal fertig, weil dann neigt sie es eh schon dem Ende zu. Aber wir möchten euch bitten, die neuen Kirchen zu segnen. Ja oder nein? Wollen wir der Kirche den Gefallen tun? Pater Felipe? Was sein Kopf ausschaut wie ein Zelda-Rubin. Wollen wir ihm das wirklich gewähren? Okay, Nathalie ist anscheinend nicht da, dann... Okay, dann mache ich halt einmal. So. Ah, nein, wir ändern keine Flagge ab. Reformiere das. Nein, wir bauen nicht. Aber nützlicher. Verstärkt die Wachen, sichert nur. Soll ich einen Guard machen? Dann bin ich tot wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung, probier's aus. Naja. Ich glaube schon. Was? Ah! Ihr tötet den Drachen mit Excalibur. Werdet aber schwer verwundet. Ihr haltet ein Heldenbegräbnis. Was? Das kenne ich aber auch nicht.
Das heißt, wenn wir das Schwert Excalibur hatten, konnten wir den Drachen töten, aber wir haben ein Heldenbegräbnis bekommen. Das ist ja geil, das ist neu. Cool. Nice. Das hat sich bezahlt gemacht, vielen Dank. Nun, wir haben einen neuen Tod. Also drei Tode, weiß ich, ist, wenn man das Spiel durchspielt. Das heißt, vier Tode fehlen noch. Okay. Ah, der Chat hat nicht funktioniert. Okay. Na gut, dann probieren wir es jetzt noch einmal. Wir haben immer noch Excalibur. Okay. Ein paar wütende Städte machen Jagd auf Hexen. Dürfen wir tödliche Gewalt einsetzen? Falls nötig, ja oder nein? Nein, okay. Die Ursache des Aufruhrs war wohl vergifteter Roggen. Sollen wir unsere Getreidevorräte verbrennen? Ja oder nein? Okay. So. Genug gearbeitet. Wie wär's mit ein bisschen Sport, Majestät? En garde oder nein? Gut. Wir können eh nur inbrünstiges Gebet, so. Schummelndes Schwein. Du siehst oben immer, wie er sich bewegt zu dem Angriff. Oder er sieht blass aus. Da zieht er sich zwei Felder zurück. Nehmen wir das Schwein oder ziehen wir uns zurück? Das Schwein. Du hast ihm das Herz gebrochen. So. Noch eine Runde. Warum nicht oder nein? Ne, okay. Gottlose Nachbarn möchte er besuchen, es sei denn, er braucht mich hier. Ja oder nein? Oh, gottlose Nachbarn. Ja, okay. Ein Lied für die Majestät singen, es heißt Der Narr und seine Majestät. Nein oder ja? Das Schandmaul. Junius, stirb. Ja, das Lied, okay. Dann machen wir mal weiter. Macht weiter. Jetzt darfst du entscheiden. Was für ein hässliches Lied oder vielen Dank. Mir hat's gefallen. Eigentlich nicht, aber ja. Aber wurscht. Aber freundlich und zauber und es wedelte ständig mit dem Schwanz. So. Chester Vollstrecker ist ein fauler Heuchler. Ich mag ihn nicht. Ja oder nein? Nein. Eine eurer Entscheidungen mit Tausenden von Unschuldigen in den Tod bringen. Welche oder nein? Ein Großbrand zerstört eure Burg, Majestät. Rette die Garnison oder rette die Schatzkammer? Was sollen wir retten? Die Garnison? Okay. Ein Großteil des Landes verehrt falsche Götter. Wir müssen Hexen verbrennen. Das will ich gar nicht wissen, oder? Nein, bestimmt nicht. Also, quasi stimmen wir zu. Das will ich gar nicht wissen, ob ihr das macht oder nicht. Oder nein, bestimmt nicht. Hat sie jetzt schon Nein geschrieben? Ja. Okay. Im Gefängnis gab es einen großen Ausbruch. Wir müssen einen Suchtrupp organisieren. Ja oder nein? Also ja. Okay. Oder galt das noch der anderen? Das ist ein bisschen blöd, wenn das. Ja, das hat er schon geschrieben, ja. Okay. Nein, ich hab's jetzt nicht so. Ein Schiff steht unter Quarantäne. Es könnte die Pest an Bord haben. Soll der ganze Hafen unter Quarantäne? Ja oder nein? Hm. Ja, wir haben. Ja, Quarantäne. Wir haben aber nicht mehr viel Geld, will ich sagen, gell? Bist du sicher?
Dann nein. Es ist der schwarze Tod. Wir wissen nicht, was wir mit all den Leichen machen sollen. Verbrennt sie, helft dem Rest oder schließt die Burgtore? Verbrennen, okay. Die Pest dezimiert eure Bevölkerung. Eine düstere Epoche für das Königreich. Okay, wir haben eh schon verloren. Ich warte jetzt nur, bis das Volk auch hinuntersinkt, weil vielleicht schalten wir dann noch was Neues frei. Es ist ja eh schon am Arsch. Also ist eh wurscht. Ja, die Pest ist halt nicht gut. Nein, das haben wir schon gehabt. Naja, 10 Jahre immerhin, ne? Glückwunsch. So, jetzt darfst du wieder. Sekunden. Jetzt sind wir bald fertig. 40 Bücher für die... Okay, dann machen wir ja. Ein mobiles Bild anfertigen, ja oder nein? Nein. Ein Golem wurde erschaffen. General oder unmöglich? Unmöglich. Ja, ja, du warst nicht schlecht. Das war nicht schlecht, ja? Folgen wir ihn oder nicht? Folgen. Er möchte spielen. Hol das oder nein, nicht ja, nicht das. Nein. Wohnwagen. Nein, nicht hierher oder Wagen betreten? Wagen betreten. Oh, da waren wir doch schon. Willst du nicht weitergehen? Okay, dann nicht nein. Rex läuft um die Burg herum und bringt euch in den Thronsaal. Aha, das haben wir noch nicht. Sitz. Aber passiert nichts. Okay, gut. Wir sollten Geld für eine Gemeindeschonne ausgeben und so Hungersnöten vorbeugen. Ja oder nein? Nein. Ich brauche ein kleines Heer abgebrühter Soldaten für einen netten Staatsstreich im Orient. Ja oder nein? Nein. Ist er ein fähiger König? Unterzeichnet einen Friedensvertrag und 10 Jahre Wohlstand folgen. Ereignislos und langweilig. Ja oder nein? Ja. Es ist, als würde nichts geschehen. Gepriesen sei Gott. Ja oder nein? Ja. Dieses Jahr gibt es nur gute Neuigkeiten. Euer Königreich ist im Paradies. Ja oder nein? Ja. Nun, fast hätte es Krieg mit den Osten gegeben, aber es ist doch nicht dazu gekommen. Ja oder nein? Ja. Nichts, absolut gar nichts passiert. Etwas spielen oder Flucht ergreifen? Verspielen. Nichts, absolut gar nichts passiert. Flucht ergreifen oder etwas spielen? Verspielen. Und wieder. Flucht ergreifen, etwas spielen. Verspielen. Das Synchron fällt gute Karten, ja, man merkt's. Ja, es kommt immer drauf an. Wieder. Flucht ergreifen oder etwas spielen? Verspielen. Wieder. Verspielen. Und schon wieder. Verspielen. Und schon wieder. Verspielen. Es war quälend, nicht wahr? Aber keine Sorge, es ist vorbei. Was? Was? Der Osten und der Süden verabreden einen Angriff auf das König. Das wird jetzt komisch, ja? Nein, quasi du kommst umsonst theoretisch 10 Jahre weiter. Da tust du dir leichter zum Beispiel für das Achievement 100 Jahre überleben. So ist es gedacht. Der Osten und der Süden verabreden einen Angriff auf das Königreich. Sollen wir den Westen um Hilfe bitten? Ja oder nein? Nein. Ein Greif hat die Garnison von Süden her verwüstet. Ignorieren oder Geld schicken? Geld schicken. Darf ich dir was sagen? Ich weiß, du merkst die Sachen nicht, man merkt es. Der schwarze Vogel lügt immer. Haben wir doch gelernt, oder? Oder? Mhm. Gut. Ein Erdbeben hat große Teile der Hauptstadt zerstört. Die Stadtwache erwartet eure Befehle. Rettet die Opfer oder verhindert Plünderungen? Rettet die Opfer. Das war's. Weil du Geld geschickt hast. Deswegen ist es nicht ausgegangen. So, wir nähern uns dem Ende. Hochzeit mit Prinzessin des Nordens, ja oder nein? Ja. Wikinger greifen an. Greift sie an oder verteidigt das Land? Ich würde sagen, greift sie an. Oh, ein jüngerer Bruder hat's eingeladen. Wie reizend oder nein? Wie reizend. Seine Truppen waren der Wache weit überlegen. Na schön oder nein?
Na schön. Beachtet mich gar nicht. Ich bin nur für ein paar Jahre zu Besuch. Nichts Endgültiges. Ja oder nein? Nein. Gehen wir aufs Frühlingsfest? Ja oder nein? Ja. Ah, Wissenschaftlerkollegen aus dem Westen in der Burg treffen, ja oder nein? Nein. Da feiern wir einen Friedensvertrag. Ist die beste Methode, den Krieg zu beenden, ja oder nein? Nein. Wenn ein Tier wird, dann welches? Ein Löwe, ja oder nein? Ja. Blaue, braune Pilze. Nein, danke, oder gebt ihr mir? Gebt ihr mir. Schon wieder der blaue. Jusle, schau mal, dein Löwen in die Straßen der Hauptstadt freigelassen. Da ist die Hölle los. Entsendet die Armee oder schließt die Burgtore? Entsendet die Armee. Die Fische haben Angst. Ein Krake, General, oder lasst uns beten? General. Vanille. Ja, der Vogel lügt immer, der Schwarze. Merkt er das? Ja, er merkt es nicht. Er merkt es einfach nicht. Lass es. Ist egal. Die neuen Oligarchen zwingen euch ins Exil. Egal. Wurscht. So. Na dann. Diese Druckmaschine ist erstaunlich. Ich könnte eure Memoiren veröffentlichen. Ja oder nein? Ja. Oder ja, oder wer würde sie schreiben? Wer würde die schreiben nochmal dann? Das kann irgendein nutzloser Student machen. Davon haben wir genügend. Oder ich schreibe es selbst. Gute Idee. Das Buch ist ein gewaltiger Erfolg. Aber mit dem Bezahlen der Tantimen lässt Sir Thomas sich Zeit. Ah ja. Das Königreich des Südens will sich verbünden. Ich vertraue ihnen, ja. Oder ich vertraue auch euch nicht. Ja. In meiner Hände halte ich ein Geschenk für euch. Links oder rechts? Rechts. Gibt euch ein goldenes Kreuz, dann läuft der kreischend weg. Ah ja. Dieser dreckige Narr hat unser Kreuz gestohlen. Aber was ist das in eurer Hand? Hier habt ihr es zurück oder Staatseigentum? Hier habt ihr es zurück. Majestät, hier sind eure Tantime vor eurem Memoran. Die ganzen 5%, ja? Oder ihr seid ein Gauner? Ja. Sieg, die Wikinger sind geschlagen. Sollen wir alle Gefangenen töten? Keine Gnade oder lasst sie gehen? Lasst sie gehen. Man kann nicht so gut vorbereitet sein. Ihr müsst mehr Soldaten rekrutieren. Ja oder nein? Ja. Die junge Prinzessin heiraten? Ja oder nein? Ja. Die Mündung des Tropfenflusses ist ein Sumpfgebiet. Gefährlich. Sollen wir es säubern? Ja oder nein? Nein. Für die Bildung des Volkes brauchen wir eine Schule in der Hauptstadt. Ja oder nein? Nein. Hilfe dabei, den Besitz der Kirche in guten Zustand zu erhalten. Ja oder nein? Nein. Königin Anna wird vom Volk und der Armee geliebt. Gebt ihr mehr Macht. Ja oder nein? Nein. Der kälteste Winter. Das Volk hungert. Da kann ich nicht helfen oder verteilt unsere Vorräte? Verteilt unsere Vorräte. Ein Drache in den Bergen, der Zerstörung anrichtet. So ein Blödsinn oder General? So ein Blödsinn. Oh, er hat's gelernt. In der Hauptstadt gibt's eine Explosion. Wir wissen nicht, was los ist. Sollen wir die Stadt darüber schließen? Ja oder nein? Vogel schreibt schon wieder, ja. Okay. Nein. Rex jault verzweifelt. Irgendetwas stimmt nicht. Den Hund streicheln oder den Hund treten? Den Hund streicheln. Dies wirkt sich jedes Jahr aus. Diabolus. Die Zeit ist verschwunden, der Raum aus den Fugen. Und da ist er wieder. Euer Mund schließt sich, als hättet ihr nie einen gehabt. Kleiner König, kleine Marionette. Ein neues Jahrtausend bricht an. Und ihr seid immer noch da. Leicht gebt ihr nicht auf, das räume ich ein.
Aber mir ist langweilig, daher wird das unser letztes Treffen. Ich vergesse euch und suche meine andere Seele, die ich quäle. Einen letzten Todeswunsch gewähre ich euch. Wählt weise. Pass jetzt ja auf, ja? Okay? Derjenige, den ihr bestimmt, wird sterben. Versprochen. Ich scheitere nie. So. Der nächste Charakter, zu dem ihr ja sagt, wird sterben. Ja oder nein? Bei ihm. Um geht es? Aber pass auf, wenn wir ja sagen, wieder sterben. Meistens erstmal nein. In Kinderarbeit zu arbeiten, investieren, seid ihr dabei? Nein. Sagst du sowieso, also du nicht, nee. Aber ich gebe dir ein. Hallo, Finn, wir sind gleich fertig. Es gibt drei Enden in dem Game, ja? Ein normales Ende, ein sagen wir ein Ende, was eigentlich geplant war, und ein Ende, wo wir den Teufel austricksen. Ich kann dir so viel sagen, das Ende, wo wir den Teufel austricksen, das können wir nicht schaffen. Dazu fehlt uns was. Das können wir nicht schaffen. Das heißt, du kannst nur das gewünschte Ende. Und das ist dein Problem jetzt, weil erinnere dich an den Anfang des Spiels zurück. Weißt du noch, was unsere Hauptaufgabe war? Nein. Nein, eben. So. Dann machen wir weiter. Sagen wir hier ja oder nein? Ach, Shamar kann nicht sterben, also ja. Bist du sicher? Ja, mach ich mal, ja. Bist du sicher? Okay, dann drücke ich ja. Ja, mach mal ja. Später in diesem Jahr wird eine schrecklich zugerichtete Leiche aufgefunden. So. Ich glaube, den One müssen wir jetzt noch fertig machen. Eure Minen fördern nicht genug Eisenerz zur Herstellung von Waffen. Müssen sie im Ausland kaufen, ja oder nein? Nein. Das neue Jahrtausend bricht an. Es ist furchtbar, die Leute verkaufen ihre Seelen an den Teufel. Haben wir gerade gehabt, ja? Ja oder nein? Ja. Diese Wölfe machen mich verrückt. Heute Nacht brenne ich den Wald ab. Ja oder halte den auf? Halt ihn auf. Erst entkommen. Macht nichts oder ihr nichts nutze. In nichts nutze. Dann verliert die Armee. Weil du beleidigst die Armee. Ich bin es, Matt. Etwas Furchtbares geschehen. Das sehe ich oder? Ach was, Sherlock. Ach was, Sherlock. Ziemlich stark und hungrig. Haltet es unter Kontrolle oder macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt, ja. Wenig später verschwinden viele Schafe und einige Bauern. Insulane bereiten Invasion des Königsreichs vor. Entsende die Armee, oder? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wie würdet ihr die Regungen eurer Seele beschreiben? Als vernünftig und wechselhaft? Oder als kampflustig und offen? Als vernünftig und wechselhaft. Meine Kunst gefällt euch nicht, das merke ich. Ich gehe ins Königreich im Westen, dort hat man mehr Geschmack. Bitte bleibt oder auf Nimmerwiedersehen. Bitte bleibt. Mal wollen wir vorstellen, weil das Anbandeln mit Werwölfen hatten wir ja eh schon. Nein. Ich bin nicht da, ich bin ein Schatten. Soll das ein Scherz sein oder wie bitte? Soll das ein Scherz sein? Anscheinend hatte der Vogel eine Botschaft, aber sie ist nicht mehr vorhanden. Unter den Thron sehen oder aufs Fenster sim sehen? Aufs Fenster sim sehen. Ihr findet ein zerrissenes Stück Papier mit der Nachricht Bewa. Diese Botschaft muss wichtig sein. Lasst mich ein paar Männer an die Grenze entsenden. Ja oder nein? Ja.
Mein Liebster, ich sterbe und weiß nicht warum. Bitte bettet mich im Grab meiner Eltern zur Ruhe. Ja oder nein? Ja, warum nicht? Sehr. Der Schwarzhandel blüht und sendet die Armee in die Straße, um Einhalt zu gebieten. Ja oder nein? Ja. Aber die Erde erschüttert Pavoli. Schickt euer Priester zu Hilfe oder entsendet die Armee. Also ja oder entsendet die Armee. Ja. Okay. Was sind die Tugenden eines guten Königs? Meine oder überbewertet? Ja, er hat schon wieder gerissen, der Vogel. Ist egal. Überbewertet. Forschung in Waffen und Kriegskunst unterstützen, ja oder nein? Jetzt wird schon kritisch bald. Nein. Der Händlerkille verkauft Waren, die traditionell im Kloster hergestellt werden. Setzt ihm ein Ende, ja oder nein? Nein. Dinge über weiße Magie beibringen, ja oder nein? Nein. Der kälteste Winter ist Volk Hunger. Da kann ich nicht helfen oder verteilt unsere Vorräte? Kann ich nicht helfen. Und das war's. So. Jetzt sollten wir ja eigentlich, ja, fertig sein. Na, 2020 haben wir. Genau. Der Teufel ist fort. Wir sitzen hier auf ewig fest. Seid ihr es nicht leid? Ja oder nein? Ja. Genau. Ihr habt den Fluch nicht gebrochen. Versucht es nochmal. Genau, das ist das schlechteste Ende. Nur zur Info für dich, am Anfang des Spiels, wäre nett, wenn du dir sowas merken würdest. Am Anfang des Spiels haben wir vom Geist die Aufgabe bekommen. Er ist verflucht und will, weißt du, den Fluch brechen, damit er endlich in den Himmel aufsteigen kann oder so, ne? Und das hätten wir quasi mit dem Todeswunsch des Teufels machen können. Genau, wir hätten so lange Nein sagen müssen, bis der Geist auftaucht. Da wird man mit dem Todeswunsch vom Teufel, also mit diesem Todesfluch, den Geist befreien konnten. Ja? Das wäre dann Ending 2, das ich dann privat jetzt noch einmal spielen werde, weil das zum Beispiel, ihr habt den Fluch nicht gebrochen, ist nämlich unter anderem, erstens habe ich das Achievement noch nicht, weil das hatte ich damals auch nicht, das schlechteste Ende, das habe ich, haben wir jetzt dank dir nachgeholt. Danke fürs Achievement. Und bitte, bitte. Das zählt auch als Tod, das Ende. Das heißt, man muss eigentlich das Spiel bis zu 3-mal durchspielen. Wo ist es denn? Ich glaube, ich bin schon vorbei. Na, da ist es. Da zum Beispiel. Das zählt quasi als Tod. Da kriegt man ein Achievement eben für den Geist. Und das letzte Achievement ist ein bisschen tricky. Das haben wir ja nicht geschafft. Da geht es darum, im Brauchen. Wir haben, falls du, okay, das weißt du wahrscheinlich auch nicht, ich habe es 2 vorgelesen. Im Kerker, wenn wir unterwegs sind, gibt es ja diese Skelette, gegen die wir kämpfen. Ne? Ja. Und diese Skelette hauen ja so irgendwelche Texte rein. Ist Victor da oder hast du Erdbeeren mitgebracht? Nein, ich habe nur Äpfel. Ja, man kriegt in diesem Spiel wirklich Erdbeeren. Und mit diesen Erdbeeren muss man runtergehen, wirklich in die Katakomben und den Victor finden. Und der Victor ist ein Skelett. Und jetzt könnt ihr eins und eins zusammenzählen. Wenn wir den Todesfluch des Teufels auf ein Skelett anwenden, ja, den wir ja jetzt nicht haben, bei Porträtgalerie fehlt uns ja ein Charakter. Und dieser Charakter ist eben dieser Victor. Das Skelett, also da ist das normale Skelett. Und dann gibt es hier noch den Victor, das andere Skelett. Das kommt dann auch immer so mit Kärtchen, ne? Und fragt uns, ja, nein. Und wenn wir beim Victor natürlich dann den Todesfluch des Teufels anwenden, funktioniert es nicht, weil ein Skelett ist ja schon tot. Das heißt, wir haben den Teufel quasi ausgetrickst. Genau, ein Special Skelett ist es. Aber weil der Teufel ja auch gesagt, mir gelingt es immer, ja, diesenjenigen zu töten. Und somit könnten wir theoretisch damit den Teufel austricksen. Aber wie ich da jetzt nochmal hinkomme zu die,
zu der Erdbeeren, das muss ich selber probieren. Das andere, was ich jetzt auch noch probiere, ich kann so kurz mal herzeigen mit den Achievements hier, wenn man so sieht. Das andere, was ich... Was sieht man das? Das will ich... Nein, das sieht man gar nicht, okay. Ein Achievement ist eben länger als 100 Jahre zu regieren. Das macht man am besten am Anfang, wo man noch wenig Karten hat. Ist aber auch schwer. Dann mehr als 100 Tode sterben. Das mache ich auch noch. Ja, und alle Tode sterben. Kann man kombinieren. Aber dazu muss man das Spiel eben, wie gesagt, dreimal durchspielen. Weil die drei letzten ja auch als Tode quasi gezählt werden. Memento Mori, ne? Gut, damit war's das. Mit den One sozusagen, ne? Und ja, sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Wenn es beim neuen Projekt heißt. Viel Spaß beim Zuschauen und ja, Chocobo 19 meldet sich wieder. Schönes restliches Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo, bis zum nächsten spannenden Projekt von uns. Ciao. Und vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao, ciao.